Shoutout, was geht? Herzlich willkommen zu diesen wunderbaren Videos. Ich bin mit 3 Millionen YouTube-Abonnenten einer der beliebtesten und bekanntesten YouTuber aus Deutschland. Das wollte ich hier nochmal an der Stelle festgehalten haben. Mit dabei ist einer der unbekanntesten und unbeliebtesten YouTuber Deutschland, und zwar YFHD. Wäre fies, wenn du in der heutigen Folge deine Abos auf privat schalten musst, oder? Lukas, ich glaube, das wäre wirklich ein bisschen too much, Alter. Das wäre ein bisschen too much. Nee, das sollte, also Lukas, das, nein. Ja, an der Stelle folgt mir auf Instagram, da brauche ich auch unbedingt die 2 Millionen, denn ganz ehrlich, Leute, der Fame und das Geld kommt nicht von allein, da müsst ihr für mich arbeiten. Leute, wir spielen heute eine Runde, wenn ich du wäre. Lukas, wir fangen einfach mal an. Ja. Und ich würde sagen, wir legen los. Lukas, ich werde jetzt nicht sagen, wenn ich du wäre, mach dich bereit. Nee, mach's von alleine. Das passt ganz genau. Lukas, wir hatten ja bei dir in der Folge tatsächlich eine Menge Telefonterror. Das kann man ja, glaube ich, so sagen. Ja, ja. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz bei einem Kranverleih anrufen und ganz kurz nach einem 20-Tonnen-Kran fragen und richtig ausführlich bitte erklären, dass du den gerne mieten wollen würdest für ein großes Bauvorhaben. Warte, pass auf, du sagst halt, okay, wir wissen das ja mit den Durchfahrtswegen, wie kommt denn das alles zustande und so. Und am Ende sagst du einfach, dass du deine Mutter aus dem Bett heben möchtest. Perfekt, Lukas. Wenn ich du wäre an der Stelle. Wir fangen direkt. Digga! Ist kreativ, ist gut kreativ. Kann man nicht anders sagen. Richtig. Ja, wow. Du sagst doch wirklich so, ja, wie ist denn das mit den Durchfahrtswegen und muss da was abgesperrt werden und so. Und machst du richtig interessiert und sagst du dann zum Ende, können damit auch, also ich muss damit halt eine Schwerlast transportieren. Und wenn natürlich, ja, was ist es denn genau, sagst du halt, ja, meine Mutter. Warte, ich rufe jetzt erstmal dich an und du sagst mir, ob meine Nummer unterdrückt ist oder nicht, weil vorher mache ich hier nix. Ich rufe dir gerade eine private Nummer an. Denkst du dann rauszuspringen, ne? Ja, schönen guten Tag, mein Name. Ich wollte mal ganz kurz nachfragen, und zwar sind wir momentan auf der Suche nach einem Kran. Wollte mal nachfragen, inwiefern man da die Wege frei braucht, von der Einfahrt her. Ja, was brauchen Sie? Ein Schwerlastkran. Schwerlastkran. Also einen kleinen Kran. Ja. Ich habe einen 13-Tonner, der hebt bis 3 Tonnen. Sag mal, wie das mit der Absperrung und sowas ist, was da abgesperrt werden muss. Wie ist denn das so mit einer Absperrung? Muss da viel abgesperrt werden für, oder? Also Straßensperrung und sowas, was für eine Höhe hat der? Das Fahrzeug ist 9 Meter lang und 2,55 Meter breit. Ohne Höhe? Stützen. Die Höhe? Ja, wenn er abgestürzt wird, 3,90 Meter Durchschnittshöhe. Okay, was würde das kosten? Was würde das kosten ungefähr? Für einen Tag. Für einen Tag? Tagesmiete 700 plus die An- und Abfahrt. Achso, okay. Ja. Gut, dann sag mal, drei Tonnen ist ja schon eine Menge, Tonnen, ne? 3 Tonnen ist ja schon eine Menge eigentlich. Kannst aber sagen, was man damit alles transportieren kann, ob es da Beschränkungen gibt. Ich weiß ja, was sie für Gewichte haben. Ist schon sehr schwer. Es geht um meine Mutter. Und die muss halt aus dem Bett gehoben werden. Mit dem Kran. Mit dem Kran. Lag, die ist sau fett. Okay. Die ist halt echt fett. Also. Okay. Ja, grundsätzlich alles machbar. Okay, nee, dann weiß ich erstmal Bescheid. Dann würde ich mich nochmal melden. Alles klar, vielen Dank. Wie geil, Alter! Oh. Okay. Die ist halt saufett. Okay. Ja, grundsätzlich alles mal. Ey, ich musste so lachen, als du das gesagt hast. Irgendwie, es ging nicht. Leute, ich glaube, das war mit Abstand eine der lustigsten Aufgaben. Der erzählt safe all seinen Mitarbeitern gerade davon. Oh, wir werden gepusht. Oh, oh. Hier unten. Hier unten, hier ja, unten, hier unten. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Erster, One-Shot. One-Shot. Ja, es waren zwei. Danke, Mann. Ich habe hier eine Aufgabe stehen, die wird wieder ein bisschen teurer für dich. Okay. Ich muss die noch nicht raushauen, weißt du? Aber wenn du mich dazu nötigst, habe ich kein Problem, die zu droppen. Soll ich dir das Medkit einfach geben und wir sind quitt? Ich habe eins, Digga. Ich wusste, die Aufgabe war gerade schon hart, ne? Ja, war auch schon auch hart lustig, war sie auch. Jetzt kommt, ist noch lustiger. Und zwar, Rebi, wenn ich du wäre, würde ich jetzt in meiner alten Schule anrufen und mit der Sekretärin einfach kurz anfangen zu quatschen. Ja, du warst ja auch mal auf der Schule. Und dann fängst du einfach an zu reden, wie reich du ja jetzt bist. Wir werden gepusht. Wow! Was denn mit dir? Junge, was machst du denn? Einer down. Hab ihn. Sehr stark. Du sagst, mein Lehrer hat mich früher immer ausgelacht. Und jetzt verdienst du bis über 50.000 Euro im Monat. So, pipapo. Geil! So richtig übertreibe, ey. Und wie geil du jetzt bist. Das ich kann, hier nicht. Oh mein Gott, Lukas, ich schwöre dir, ich kann in meiner alten Schule nicht anrufen. Und zwar... Aus folgendem Grund, es gibt meine alte Schule nicht mehr, die ist zu. Es ist no joke, die ist zu. Grundschule oder weiterführende Schule oder Berufsschule. Ich kann nicht mal eine Grundschule anrufen, Alter, what the fuck. Digga, du warst irgendwo auf einer Schule, die es noch gibt. Ich war auf einer Sonderpädagogik-Schule, Alter, nach mir hat die mich zugemacht. Ja, das glaube ich. Ja, das ist einfach schön. Hallo, ich möchte ganz kurz was sagen. Ich war früher bei Ihnen auf der Schule. Mit wem spreche ich da? Meier, mein Name. Ja, Gunther Meier. Und ich würde gerne Einsicht in die Akten bekommen, in alte Schulakten. Ist das möglich?
In was für Akten? Ja, die ganzen Klassenfotos und sowas, kommt man da noch irgendwie dran, aus nostalgischen Gründen? In Klassenbücher oder was? Ja, genau, sowas. Ja, das ist natürlich theoretisch möglich. Kann ich Sie bitten, morgen früh ab 8 nochmal anzurufen? Ja, das Ding ist halt, ich hatte halt früher wirklich Probleme mit den Lehrern und ich würde das halt gerne alles ein bisschen aufarbeiten damit, wenn das machbar ist. Die haben halt nie an mich geglaubt und sowas und das wäre halt für mich wirklich super geil, wenn man da irgendwie drankommen würde. Ich bin halt extrem reich jetzt mittlerweile und verdiene halt wirklich sehr, sehr viel Geld. Was wollen Sie da aufarbeiten? Ja, mit meiner Psyche, weil ich halt jetzt erstmal damit klarkommen muss, wie reich ich halt mittlerweile bin. Und bin halt sehr erfolgreich. Ah ja, das freut mich für Sie. Ja, mich auch. Ich bin da wirklich sehr glücklich drüber. Ja, wohnen Sie in... Nee, leider nicht mehr. Ich wohne jetzt in Zürich. In Zürich? Ja. Würden Sie eigens deswegen hierher kommen wollen? Ja, natürlich. Einfach nur, um meinen Lehrer zu zeigen. Aber in den Klassenbüchern stehen natürlich keine Noten drin oder sowas. Nee, das ist ja auch nicht so wichtig. Wann haben Sie Abitur gemacht? Das war 2011. Auf wen, dass du der Geilste bist? 2011. Ihr Vorname war Herr Meier? Sebastian. Jetzt sagt das den echten Namen, oder? Ich kläre das und wenn Sie morgen ab 8 Uhr vielleicht nochmal anrufen würden, dann haben wir das geklärt. Machen wir. Super, dankeschön, ja? Tschüss. Bist du blöd? Warum sagst du denn den echten Namen? Die werden dich Bums nehmen, ne? Warum? Ja, wie warum? Was sollen die machen? Also ich denken Sie jetzt, du bist komplett behindert. Ja gut, aber ich will ja nie wieder dahin. Also von da ist ja nicht schlimm. Ich bin so ein bisschen wie dieser Underground-Rapper, wo die Lehrer früher nicht an mich geglaubt haben. Weißt du, jetzt bin ich ganz oben. Wir verstehen uns, Lukas. Nö. Wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz bitte bei einem Baggerverleih anrufen. Na, heute wieder Telefonfolge. Und fragst mal ganz kurz, was es halt so braucht, um so ein Loch auszuheben und sowas. Wie groß die Schaufeln sind, was für einen Führerschein man braucht. Durchfahrtswege wieder, dies, das. Und wenn du am Ende sagst, ich habe aber da eine besondere Aufgabe mit, beziehungsweise ich habe da eine Spezialaufgabe mit, dann wäre derjenige gefragt, was denn? Sagt er, ja, ich würde gerne ihre... Pool in meinem Zimmer bauen. Nee, ich würde gerne ihre Frau anbaggern. Und dann legst du einfach auf. Okay, ich mach perfekt. Das. Mega, Leute. Heute ist wieder eine kleine Telefonfolge hier. Ärgerlich. Da wollte wohl keiner an mich einen Bagger verleihen. Lukas, guck mal, du hast ja... Oh, warte mal. Pass auf, ich biete dir was anderes an. Der Kran würde ja 700 Euro am Tag kosten. Ich hole mir keinen Kran. Lukas. Junge, das wäre wirklich jetzt schon Next Level, wenn wir einen Baukran mieten. Wofür? Dann kommt der Kran und was machen wir mit dem Kran? Ja, gar nichts. Also ganz ehrlich, wäre es so geil, wenn deine Mutter mitmachen würde und wir ziehen dein Klettergeschirr und deine Mutter ist ja nicht fett und dann heben wir die einfach mit dem Kran hoch und dann können die wieder fahren für 700 Euro. Lukas, Mann. Leute, stimmt mal kurz in den Kommentaren auf, ob wir das machen sollen, das wäre so funny. Hey. Leute, schreibt es mal in die Kommentare, schreibt es mal rein. Einer hat 105 Welt bekommen? Oh Gott, Alter, seit wann ist es, wenn ich du wäre, zum Fortnite Tryharden geworden? Ich habe viel dazugelernt bei Mensch, du will, ne? Das muss ich dir ehrlich sagen. Halt dein Maul. Ich habe sehr, sehr, sehr lange Zeit, hast du mir ja immer Sachen geschenkt. Weißt du das noch? Zum Beispiel ein iPhone Pro 11. In meiner letzten Folge haben wir schon ein Giveaway gemacht für eine Tastatur, ne? Ja. An der Stelle ist mir mal aufgefallen, vielleicht sollten wir an deine Zuschauer auch noch was verlosen. Ja gut, aber ich bin ja dran, immer noch, ne? Also... Nee, ich bin dran. Nein, weil du hast deine Aufgabe nicht gemacht. Nein, ich bin dran. Nein, du hast deine Aufgabe nicht gemacht, de facto. Ich hab sie ja gemacht. Ich habe da angerufen, es ging keiner ran. Nicht mein Problem. Also Revi, wenn ich du wäre zu einer Tastatur, brauchen wir noch eine Maus und dir würde ich sagen, die geht dann an deine Zuschauer raus. Ja. Würde ich jetzt mal eine Maus verlosen, ne? Perfekt, Leute, ihr kennt die Bedingungen, beleidigt Vive auf Instagram. Doch, weil du gerade eben deine Aufgabe nicht gemacht hast, du Ehrenloser. Nein, du musst beleidigt werden jetzt. Oh mein Gott, von oben. Ja. Willst du vielleicht nicht snipen, du Bot? Junge, what? Schaffst du. 100! Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, bist du bad, Junge, what the fuck? Nee, Lukas, es läuft so. Ja, doch, Leute, schreibt mir ganz kurz eine sachliche Argumentation unter dieses Video, warum Vive HD der größte Minusmensch der ganzen Welt ist. Dann kriegt ihr eine Tastatur von mir. Perfekt. Sehr gut, Leute. Ich würde sagen, Lukas, wenn ich du wäre, da du eben deine Aufgabe nicht gemacht hast, wie ist es gerade mit dem Wetter bei dir? Mach dich nochmal ready hier. Oder mach irgendwas. Wie sieht's mit dem Wetter bei dir aus, habe ich gefragt. Ja, wie überall. Wir haben die ganze Zeit 0 Grad. Ich kann zum Beispiel noch nicht mal mit meinem Auto fahren, weil ich nur noch ausbreche die ganze Zeit hinten, Heckantrieb. Okay. Also ist vorbei. Wir haben jetzt, ja, wir haben jeden Morgen 0 Grad. Und okay. Jetzt gerade so 2-3 Grad halt. Ja. Dann bist du ja eigentlich ein ziemlicher Outdoor-Typ, oder? Du bist ja jemand, der die Natur liebt und es schätzt, draußen zu sein. Nein. Und du magst ja auch den Sommer. Ich mag den Sommer. Genau, und du magst ja auch draußen zu sein, wenn das Wetter passend ist mit der passenden Kleidung, oder? Denn, Lukas, wenn ich du wäre, erinnerst du dich noch an die ALS Ice Bucket Challenge, ein Ding zum guten Zweck? Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir morgen früh um 5 Uhr den Wecker stellen, eine Badehose anziehen, Wassereimer beim Kopf kippen und dazu dann einfach schön ein paar Fortnite-Dances im nassen pullen. Das Ganze aufnehmen, mir filmen, Junge, perfekt. Es ist viel zu kalt draußen, ich mach das nicht. Willst du krank werden oder was?
Ja. Du warst mir auch ein bisschen lang gesund. Außerdem ist es gut für die Abwehrkräfte. Ist nicht? Was klar, Abhärtung. Eine Badehose und ein T-Shirt oder sowas. Okay. Ja? Darf und dann schön über den Kopf den Wassereimer, ne? Und okay. Dann ein paar Loser-Tänze machen, so eine Minute bei sofort ein Loser-Tanz, ja? Ist geil, aber oder? Aber die Eisbucket-Challenge ist ja mit eiskaltem Wasser. Kannst du machen, ja, genau. Kann ich auch warmes Wasser machen? Nee. Nein, das hält ja ab. Guck mal, die Finnen und sowas, die machen das immer, weißt du? Das ist ja für die fast schon normal geworden, weißt du? Das ist ja für die hier. Lass mal hier landen. Irgendwas, was die noch nie gemacht hätten. Ja, ich war. So, ich bin raus. Ja. So, komm. Karma, Digga. Ist einfach nur Karma. Er hat mich, oh mein Gott, er schießt schon wieder durch die Wall, Alter. What the fuck? What the fuck? Okay, dann würde ich sagen, noch eine letzte Aufgabe. Hau raus. Kommen wir morgen zu dir, ne? Wir drehen ja ein Video. Genau. Und ich werde bei dir ankommen und wahrscheinlich sehr hungrig sein. Ja. Wenn ich du wäre, würde ich doch einfach für mich mal beim Mc's zwei Big Macs holen. Die müssen noch warm sein, wenn ich ankomme. Bin halt Vegetarier und alles, Alter. Also es ist halt wirklich schwachsinnig, dass ich das mache. Ja, ich weiß nicht, was ist. Ich bin aber kein Vegetarier und ich hätte gerne zwei Big Macs. Ich werde nämlich den Moment, wenn ich die Tür reinkomme, filmen. Und wenn mich da nicht zwei Big Macs anlächeln, dann Perfekt. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich dann aber auch beide Big Macs so schnell essen, wie es nur geht, damit du sie nicht genießen kannst. Und das Ganze nehmen wir dann noch auf. Leute, ich würde sagen, meine Freunde, das war's von dieser wunderschönen Folge. Lukas, es wird auf jeden Fall lecker morgen. Eins sage ich dir, ich freue mich richtig auf den Tag morgen mit dir und Gewitter im Kopf, Leute. Wir drehen morgen mit Gewitter im Kopf. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall nicht bei Vi vorbei und denkt dran. Lukas, jetzt hier ganz kurz nochmal. Einfach nochmal, weil es so schön war, das Video in Zeitlupe von Lukas, wie er im Garten erfriert. Ich hasse dich so, ne? Wir haben ja zwar nicht ganz 5 Uhr, aber das sollte auch passen. Falls die Leute denken, ich fake jetzt hier, ist echt sau früh morgens. Boah, leck mich am Arsch. Leute, jetzt gesehen, es war nicht fake, wäre es warm gewesen, hätte es übel gedampft, weil draußen sind, ihr wisst selber, Minusgrade. Ich gehe jetzt zum Schwimmen, die Kamera richtig raus. Boah. Sehr schön. Macht's gut, haut rein. Bis die Tage. Tschüss, Leute.